Hallo liebe Zwillinge, herzlich willkommen zu einer kleinen Glücksmomentmallegung für die Sternzeichen. Allgemein, kollektiv, schauen, wie du damit in Resonanz gehst. Aber wir wollen schauen, in welcher Hinsicht darf denn hier für die Zwillinge Glück einkehren. Eine glückliche Entwicklung, schauen wir mal. Wenn ihr diese Legung für euch ganz persönlich nur haben wollt, dann schaut mal in die Infobox. Es sind noch die Geburtstagsangebote aktiv, jetzt zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich die Legung erstelle und reingebe. Da könnt ihr gern für euch persönlich etwas nochmal anschauen lassen. Ja, für die Zwillinge. Die Neun der Schwerter. Die dürfen in glückliche Entwicklung kommen. Ja, da gab es eine Menge Gedanken, Ideen, Sorgen, Zweifel, Ängste, ob etwas gut geht. Das darf jetzt in glückliche Entwicklung kommen. Das ist doch wunderbar. Ja, Neun der Schwerter, egal ob nun positiv oder negativ gesehen, mit der Licht- oder Schattenseite, das ist immer gut, wenn die sich wandelt. Ja. Wenn du Sorgen, Ängste, Zweifel bei irgendetwas hast, ja, geradezu schon schlaflose Nächte, dann wisse, deine Sorgen, Ängste, Zweifel sind dir gute Ratgeber. Sie machen dich aufmerksam auf das, was dir wichtig ist, was dir am Herzen liegt. Schau da genau hin, denn da erhältst du auch eine Menge Ideen. Ja, da wird dir klar kommuniziert sozusagen, was ja auch getan werden kann, um ja vielleicht befürchtete, riskante, deprimierende, beängstigende Entwicklungen zu vermeiden und stattdessen hier in glückliche Entwicklung zu kommen. Bei Neunter Schwerter ist es auf alle Fälle gut und wichtig, in die Erdung zu gehen, in die Umsetzung sozusagen, etwas zu realisieren, also ne, an den neuen Münzen sozusagen zu arbeiten, am Selbstwert, an der Selbstwertschätzung, an der Wertschätzung für die Sachen, eins nach dem anderen auch anzugehen, ja, vielleicht abzuarbeiten auch, ne, gerade wenn du jetzt ja einen Berg an Problemen oder Fragen auch hast, ja, oder ein Berg an To-Dos, ja, eins nach dem anderen, ja. Aber dafür kommt jetzt, auch wenn du schon Ideen und Pläne geschmiedet hast, ja, geht es jetzt hier los, kommt jetzt sozusagen auch die nächste Phase hinein, steht an, damit in die Umsetzung zu gehen, in die Realisierung. Ja, schauen wir, was geht raus, was wird weniger. Ja, Page der Münzen. Dass du ja, dich auch in einer Sache kundig gemacht hast. Vielleicht hast du eine Menge Informationen herangeholt, eine Menge gelesen, eine Menge Meinungen eingeholt. Ja, auch eben von anderen zu einer Sache, zum Thema vielleicht Finanzen, Beziehungsentwicklung, Selbstwert, Aufbau in einer bestimmten Begabung, Fachrichtung, dass du dir da eine Menge angeeignet hast, ja schon so viel, dass es ein bisschen Kopfschmerzen bereitet und du denkst, oh, hoffentlich kriege ich das alles gebacken, ne? Ja, mit dem Page der Münzen ist angezeigt auch, dass du hier bereit warst, etwas anzugehen, eine glückliche Chance angenommen hast, eine glückliche Chance auf Weiterentwicklung, die sehr viel Stabilität auch im Gepäck hat und ja, eben auch Glück und langfristigen Gewinn, Sicherheit, Anerkennung auch, ja, aber ja, jetzt kommen hier doch irgendwie so ein bisschen sind dann Überforderungen zustande gekommen. Ne? Bleib da weiter einfach auch dran. Ne? Du bist auf dem Entwicklungsweg und der Page der Münzen, der ist gerade bei den Hofkarten ja die erste Karte. Ne? Da steht schon noch einiges an Entwicklung an. Aber ne, sie ist wunderbar und du bist auf dem Weg. Bleib da weiter dran. Wo geht's hin?
Zu den 8 der Kelchen, ja, dass du dich da ganz auf den Weg machst, zu dem, was dir wohltut, was dir entspricht. Ja, bei den 8 der Münzen macht man sich auf den Weg, bei den 8 der Kelchen, Entschuldigung, ja, aber vielleicht guter Versprecher, 8 der Münzen. Ja, bei den 8 der Kelchen macht man sich auf dem Weg hin zu den 2 der Kelchen. Ja, vielleicht gilt es dran zu arbeiten im Sinne der 8 Münzen, ne? Sich ganz hinzugeben in die Sache hinein, die dir so wichtig ist und am Herzen liegt, ne? Über die du auch schon so viel Gedank nachgedacht oder geredet oder geplant hast, ja. Das ist ganz dein Ding, ja. Lass all das hinter dir, auch die Zweifel, ja, all die Momente, die dich nicht erfüllt haben, all die Entwicklungen und Chancen, die dich nicht erfüllt haben, mach dich jetzt auf hin zu den 2 Kelchen, auch wenn der Weg hier noch ein Stück weit ungewiss ist, ne, unabsehbar. Es, wie gesagt, ne, im Sinne auch der Münzen hier tatsächlich, es ist noch ein Weg zu gehen, aber der wird dir ganz wohltun, der wird dich zu dir selbst bringen, zu dem hin, was dir entspricht, zu Beziehungen auf Augenhöhe. Ne? Ja, gerade auch wenn du vielleicht eine Prüfung jetzt gerade für eine Prüfung lernst und dir da schon der Kopf brummt, natürlich einfach auch mal kurz erden, ne, Pause machen, rausgehen. Aber wisse, dass du tust das hier für dich, das ist wirklich ganz für dich. Und du spürst es auch. Das wird, wenn du dir immer wieder auch erdende Momente nimmst, oder gibst, je nachdem. Wird das hier wunderbar sein? Wo geht's hin? Zum Herrscher. Ja, guck mal, das ist doch genial. Das ist entweder ja wirklich auch deine Selbstbehauptung, die hier angezeigt ist, dass du deine Sachen ganz im Griff hast, dass du das tust, was dir entspricht und mit allen Talenten, Gaben, Fähigkeiten ja ganz bei der Sache bist. Im Herrscher kommen alle 4 Könige zusammen und die Könige sind immer der Abschluss eines Elementezyklus, die größte Reife. Ja. Du bist da wunderbar auf dem Weg, ne? Auch sorgsam, wie gesagt, und umsichtig. Du hast deine Sache im Griff. Du übernimmst auch für dich selbst Verantwortung. Ja, hast auch Anerkennung und ja, einfach auch Gelingen, ne? Guck mal, zu welcher Macht und welcher Kraft du kommen wirst, zu welchem, ja, Ansehen, welcher Entwicklung. Und ja, mit dem Herrscher ist natürlich auch ein Gegenüber auf Augenhöhe angezeigt, ja. Der zweite Kelch sozusagen. Das, ne, kann in der Liebesbeziehung sein, kann vielleicht auch in der Arbeitsbeziehung sein. Na, gerade wenn du jetzt hier vielleicht auch, na, wie gesagt, viel gelernt hast oder vielleicht auch viele Bewerbungen schreibst jetzt gerade. Du wirst hier bei dem Menschen bei der Arbeitsstelle ankommen, die dir ganz entspricht, ja, und auf Augenhöhe ist. Ne? Ja, mit dem Herrscher ist ein Gegenüber eben tatsächlich auch angezeigt, gegenüber auf Augenhöhe. Ja, klasse. Was geben die Glückskerzen noch mit zu bedenken? Vielleicht wirst du jetzt auch dein eigener Chef. Ja, mach dir die Selbstständigkeit, falls du in Richtung Selbstständigkeit gehen willst, hier alles noch ein bisschen Gedanken. Aber wisse, auch das entspricht dir und kommst du dort an. Hier wollten 2.
Wer sich sorgt, leidet zweimal. Ja, insofern. Also Energie folgt der Aufmerksamkeit. Je nachdem, was willst du? Willst du in Sorgen aufgehen oder willst du bei dem ankommen, was dir ganz entspricht, was dir wohltut, wo du ja auch, ne, mit dir selber zufrieden bist oder ja in einem glücklichen Miteinander bist, ja, wenn das jetzt gerade noch nicht ist. Ja, kann auch sein, dass du hier jemanden kennengelernt hast, wie gesagt. Und du grübelst jetzt hier sehr, was das alles werden wird. Ja, vom Grübeln wird nichts, ne? Wage dich auf diesen Weg. Er führt jetzt hier sozusagen in die Dunkelheit, in die Unbekanntheit hinein. Das macht natürlich schon auch ein bisschen Angst und Bange, ne? Egal, ob es jetzt der Weg hin zu einer oder mit einem Menschen ist oder ja, eben in Selbstständigkeit oder in einer anderen Sache. Aber er wird dir entsprechen und wohltun, ne? Und er schaltet das Leiden aus, ne? Wenn du tätig wirst, ja, stellst du hier dein Leiden auch ab. Fang an, da wo du bist, mit Zweifel im Bauch, mit Angst in der Brust, aber fang an, genau hier, bei dir. Fang an, den ersten Schritt zu gehen. All diese kleinen Schritte, sie bringen dich weiter. Ja, genial, oder? Das ist doch jetzt hier auch ein toller Anschub. Ja, nicht so viel grübeln und nachdenken. Nee, einfach auch anfangen, machen. Es wird sich alles entsprechend zeigen und vieles können wir einfach im Vorhinein nicht planen, nicht abschätzen, nicht kalkulieren. Na, da gilt es einfach, ja, halt auch souverän, ja, einfach mal zu gehen und sich selber auch zu vertrauen, dass du das schon auch alles rocken wirst, ja. Beziehungsweise die Hosen dann anbehalten wirst. Egal bei was, ja. Keine Sorge. Schauen wir. Nein, halt. Erstmal noch den Glückskeks. Welchen Glückskeks bekommst du? Friendship. A friend needs your help. Your kindness and excellent counseling skills will put them back to track. Ja. Freundschaft. Ein Freund braucht deine Hilfe, deine Freundlichkeit und ja, auch deine exzellente beratenden Skills, Hinweise. Ja, deine Unterstützung sozusagen, ne, wird ihn zurück auf den Weg bringen. Ja, kann auch sein, ne, dass du hier mit einer Menge guten Ideen jemanden anderen auch unterstützt. Ja. Ja. Aber ja, vielleicht ist es jetzt für dich auch unterstützend, natürlich. Sehr gern gebe ich dir es rein. Ja, die Eulen der Glückseligkeit. Was will da noch zu dir? Lass es einfach mal gut sein. Ja, befürchte auch nicht das Schlimmste und dass das, was du jetzt gerade tust, nicht gut genug wäre oder so, sondern lass es einfach mal, lass es gut sein, ne? Dich auch vielleicht, ne, mit bestimmten Gedanken, Sorgen, Ängsten immer wieder rumzuschlagen, ja. Pack's an, ja. Der Herrscher, das ist auch eine tatkräftige Energie. Pack's einfach an, ne? Ja. Und ja, auch immer mal Pause machen, ne? Gerade wenn der Kopf brummt, rausgehen zum Beispiel, sich erden, sich selber etwas Wohles tun, das auf alle Fälle auch, ja. Ich wünsche dir alles Liebe dabei, lade dich nochmal sehr herzlich ein zu den Geburtstagsangeboten über die Infobox und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören und sehen. Bis dahin, alles Liebe, deine Tara von Tarot Rainbow.